So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses ist der Dicke. Wir stehen hier vor Timos Kebab-Bude, ne? Ne, das ist der Timo, ja. Den kennt ihr, der Bit-Tour, ne? Den habt ihr jetzt die letzten 5 Videos schon gesehen, glaube ich. Jedes Mal stelle ich es vor, aber wir stehen jetzt hier vom Grillen bis Dönerlutz, denn der Timo wollte unbedingt auch mal einen Lutz-Döner probieren. Da beißt er gleich mal rein und eigentlich sind wir auf dem Weg zum Mega Fernando Raid. Wir wollen Mega Fernando noch entwickeln. Ich habe mir wieder männlich, 100er und weiblich Shiny gesucht für die Mega-Entwicklung. Dafür brauche ich aber 2 Raids. 2 Raids werde ich jetzt gleich machen. Einen seht ihr und dann melden wir uns zurück beim Entwickeln. Beißen jetzt in den Döner und dann seht ihr den Community Raid. Alles durcheinander, aber so seht ihr wenigstens mal den Döner. Dann guckt euch den Döner an. Das ist Timo ohne Schaf und das ist Ramses mit Schaf. Falls ihr da einen Unterschied seht, dann schreibt es mal in die Kommentare. Ohne Schaf und mit Schaf. Denn jeder, der hierher kommt, muss beim Dönerlutz immer Döner probieren. Da fällt schon die Hälfte runter. Er gibt einen Daumen. Und was sagt er jetzt? Der Herr mit Schaum am Mund. Lecker. Lecker? Lecker? Das ist die rote Edition, weil ich damals nur die blaue hatte. Und wie ist es? Merkt ihr, wie das Brot knuspert? Mega genial. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Das ist der Ramses. Das ist der Timo. Moin. Guckt noch mal, wie der Timo ausschaut. Guckt euch den Weihnachtsschal an. Guckt euch den Schnee an. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Mega Fernando Community Raid, den wir am Donnerstag gemacht haben. Nach dem Cobaldium Raid, aber die Kamera immer zu ausging. Und wir laufen jetzt zur Tischtennisplatte, da wo auch immer die Hooper Raids stattfinden. Da sieht alles schön winterlich hier aus. Da vorne ist das Psychiatriegelände. Hinter uns kommen Autos oder so. Ich höre auf jeden Fall was. Und lasst mal den Herrn vorbei. Da seht ihr mal, wie man es eigentlich macht, denn bei den Hooper Raids sind wir immer mit dem Auto da hochgefahren. Haben da rumgestanden, was bestimmt total bescheuert ist. Und jetzt seht ihr mal, normalerweise parkt man da unten, läuft dann hier lang. Da kommen auch immer die Autos, bringen auch immer Essen und so Zeug. Da geht es dann rein. Und das Klinikgelände ist eigentlich richtig genial mit Minigolfanlage und Volleyballplatz, Tischtennis. Und Tischtennis ist genau unser Stichwort. An der Raucherinsel vorbei zum Tischtennis, da sehe ich mich schon. Guck mal, der schöne Weihnachtsbaum. Ist nicht geschmückt, aber davor stehen ein paar Figürchen. Die heilige Maria, hier der heilige Timo mit seiner Kuh. Und hier, das sieht aus wie Hannes, ne? Mit seinen Schäfchen. So, hinter uns ist eigentlich die Krankenwagenanfahrt und so. Und wo halt immer Leute gebracht werden. Und ich fahre immer hier rein. Da hinten ist die Kinderpsychiatrie und hier stehe ich meistens rum bei den Hooper Raids, obwohl es hier so eine schöne Treppe gibt, die ihr einfach hochgehen könnt und dann hier euch an der Raucherinsel vorbeigeschmuggelt habt, um hierher zu kommen. Volleyballfeld, Fußballfeld, Minigolfanlage dort und hier die Tischtennisplatten. Wir gehen jetzt zu den Tischtennisplatten, dann zeige ich euch gleich mal, wen wir einladen. Timo, hast du dein Tischtennis-Set dabei? Ja, aber sicher. Ach so, ne, dann spielen wir erst noch eine Runde. Dauert also wieder 5 Minuten länger, bis wir einladen. Sind der Spielsucht verfallen. Das ist eine Tischtennisplatte. Damit ihr sowas auch mal gesehen habt. So, jetzt muss ich kurz mal reinschauen und sage euch gleich, wen wir einladen. So, das ist Timo. Wir können es nicht oft genug sagen. Moin. Bei den Hooper Raids haben wir den sogar kennengelernt. Wer das immer noch nicht weiß, wir können es noch mal erzählen. Da war Arena Climbing Fun, 17 Uhr, Hooper Raids. Er hatte früh geschrieben, ja, ich bin dann da, ne? Ich habe mir gar nichts weiter dabei gedacht. Plötzlich, wir stehen da, wir streamen gerade live die Hooper Raids. Plötzlich, neben meinem Auto kommt einer angelaufen. Ja, ich bin der Timo hier. Ja, habt ihr gesagt, ich komme vorbei. Da haben wir uns das erste Mal gesehen. Er musste dann aber wieder weg, wieder los. Hat gesagt, wir können uns einmal treffen, wenn wir mehr Zeit haben. Und jetzt kam er das zweite Mal. Jetzt hat er gestern die Raid Mania mitgestreamt am Mittwoch. Heute am Donnerstag haben wir gleich Cobaldium Raid zusammen gemacht mit der Community und jetzt eben dieses Mega Fernando. Und
unglaublich schön hier, oder? Wunderschöner Sonnenschein. Das sagt irgendwie immer jeder so, dass es hier so toll ist. Nee, das Wildgehege hat ihm richtig gut gefallen. Ich stehe jetzt hier, Timo steht da. Ich möchte euch mal ganz kurz zeigen. Das hier ist das nämlich. Hier seht ihr schon, öffentliche Minigolfanlage. Hier habt ihr Volleyballfeld, hier habt ihr Fußballfeld und hier habt ihr die Arena mit dem Mega Fernando drauf. Ich glaube, da steht nur öffentliche Minigolfanlage, weil das sonst nicht angenommen wurde. Eigentlich ist sie bestimmt nicht öffentlich, weil das ist ja hier auf diesem Psychiatriegelände. Und eigentlich stört das, wenn die Leute hier spielen. Tischtennisplatte, haben wir jetzt hier den Raid, aber ihr wollt natürlich sehen, was die Condors sind. Und da muss ich euch leider enttäuschen. Diese schöne Supergrafik bei Cobalium gibt es leider nicht bei Mega Fernando. Pogo News Dingsbums, die haben eine noch rausgehauen, die sogar noch schöner aussieht für Cobalium als diese hier, sogar auf Deutsch, weil die ist ja Englisch. Haben aber dann gesagt, dass sie zu den Mega Raids noch nie bisher Grafiken gemacht haben. Haben sie auch jetzt nicht unbedingt vor, aber sie können sie mal weiterleiten, falls da Interesse besteht. Das heißt, wir haben für Mega Fernando diese hässliche Grafik, muss ich schon sagen. Oder sagt ihr etwa, das sieht gut aus? Das finde ich übersichtlich und annehmbar. Das finde ich totaler... Ist nix. Aber das Ding ist auf jeden Fall vom Typ Eis. Das hat Schwächen hier. Gestein, Kampf, Feuer, Stahl. Am besten nehmt ihr also Mega Glurak. Oder jetzt eben auch Mega Logok. Oder eben Terrakium, was ja gerade erst weg ist, und setzt das dagegen ein. Mega Hundemon geht auch. Regiraben geht auch. Metagross geht auch irgendwann, mega Metagross, das wäre richtig brutal. Auf was setzt du? Feuer? Ja, Feuer. Ich nehme Glumanda, so ungefähr. Und wir haben jetzt für 12.10 Uhr angekündigt hier, also Tischtennisplatte. Und ich kann euch nochmal kurz sagen, wer jetzt dabei ist. Wir laden ein Pogehanda, Matze, Raffi Shango, Bierschanga, Yoda, Holmes, Sherlock, Ivar Scharf, also Hannes, Henry, Niki, T-Tomic, Andy Project und Hikaru. Das sind alle. Ich würde wieder eine private Lobby öffnen. Ich sag dir gleich den Code. Oh mein Gott, ich muss hier drüben einen Pass kaufen. Oh, ist das räudig. So, wir haben ja heute schon einen gemacht. Es gibt ja leider nur einen. Code ist Bisasam, Relaxo und das gelbe Ding, also Pikachu. Dann gehen wir mal rein. Laden mal ein, die hier stehen, plus hier drüben den Rest, den wir einladen müssen. Es sind alle eingeladen. Hier empfiehlt es gerade zum Beispiel Metagross. Die ganze Metagross-Armee ist am Start und ein Glurak. Kann ich dir das wieder geben? Natürlich. Damit, ich bind gern die Leute mit ein. Beziehungsweise ich lasse ihn nur die Drecksarbeit machen, während ich hier blöd rumstehe. Bei mir empfiehlt es jetzt zum Beispiel Logok. Und dann habe ich hier noch Metacross, dann habe ich Matze, dann habe ich Ramaido und Despota, Metacross. Also hier setzt es eher auf Gestein und Stahl und Kampf und Feuer. Also auf alles. Es setzt einfach auf alles. Das ist sehr gut. Ich könnte von Logok jetzt hier die Mega-Entwicklung machen, aber der ist noch nicht Stufe 3. Aber braucht er, ich muss den, ich mache jetzt einfach mal, das ist doch bestimmt mein 100er, oder? Ich drücke jetzt einfach mal hier drauf, weil ich den heute sowieso mega entwickle. Ich entwickle den jeden Tag einmal mega. Ich werde also das Mega Logok jetzt mal kurz entwickeln. Extra nur für euch, extra nur für den Stream. Und dann schauen wir uns das mal an, wie das hier ausschaut. So, jetzt haben wir Mega Logok vorne drin mit 4704 und... Ich werde vielleicht dann auch... Ich bräuchte eigentlich einen zweiten Mega-Raid. Ich könnte mein 100er Mega für Nondor machen auf 50 und entwickeln fürs Video, aber ich müsste eigentlich auch das Weibliche noch entwickeln. Nicht nur das Männliche. Wir bräuchten eigentlich noch einen Mega-Raid. Vielleicht, bis das Video fertig ist, kann ich das bestimmt irgendwie noch reinschneiden. Das hänge ich noch hinten dran. Das kommt ja erst Freitag hoch. Da haben wir ja noch Zeit. Ich habe es natürlich nicht auf öffentlich gestellt, fällt mir gerade ein. Da hätten bestimmt noch welche mitgemacht. Jetzt habe ich so viel gelabert, dass ich vergessen habe, es auf öffentlich zu stellen. Weil vorhin waren ja auch mindestens zwei Leute drin, die von außerhalb noch mitgemacht haben. Habe ich gerade bemerkt. Habe ich jetzt leider vergessen, aber vielleicht ist ja einer drin gewesen, der den Gruppencode sieht und der dem anderen sagt, so ist es, und dann kommen die auch mit rein. Bei manchen ist das, wenn die jetzt sich mit einem einladen lassen,
sehen die ja anhand der Lobby, wie der Code ist und gehen mit ihren anderen Accounts auch noch rein über den Gruppencode. Obwohl die den eigentlich gar nicht wissen könnten, sehen die den ja, wenn sie mit einem Account drin sind. So, das Teil ist auf jeden Fall schnell besiegt. Laut der Grafik, die da im Community-Tab steht, schafft man den wohl auch alleine. Könnte also auch ein Solo-Raid werden, da werden sich wieder einige dran probieren. Ich versuche einfach nur zwei zu machen mit möglichst vielen Spielern, dass ich die volle Energie habe, damit ich den dann zweimal entwickeln kann und mehr brauche ich da nicht. Keine Zeit für Challenges, die könnt ihr machen und mir schicken. Pokehunter, letzter Angriff, Samyang stylisch, Matze Reisender, Ramses kampfstark, Aiwa scharf, reichlich Freunde. So, 250 Mega Energie, kein Shiny, 1166. Wie viel hast du, WP? 1174. 1174 ist auf jeden Fall besser. Du hast jetzt gar nicht mitgemacht, du hast jetzt nur den Samyang gehalten. Genau. Shiny hast du nicht. Nein, leider nicht. Ist auch drin im ersten Ball, das ist sehr gut. Ich werde noch einen zweiten machen, irgendwann, heute vielleicht, oder morgen, oder wie auch immer. Und dann werden wir das Ganze noch entwickeln. Ich habe nämlich extra mir schon da was für besorgt. Also, wer meldet uns, habt ihr ein Shiny bekommen? Habt ihr ein gutes bekommen? Schreibt es mal rein. Wir können das noch kurz mal bewerten. Ja, 3 Sterne, aber ansonsten nix. Und guckt euch mal das Formio an. Hey, also bis gleich, wenn wir es noch entwickeln werden. So, wir haben jetzt auf jeden Fall unsere Döner gegessen. Wir haben unsere Raids gemacht. Wir haben genügend Mega-Energie gesammelt. Jetzt möchte ich mal direkt in die App rein. WP können wir so lassen. Nach WP sortiert. Gehen wir auf Firnontor. Und dann seht ihr schon, wir haben 100% auf Level 50, das werden wir jetzt entwickeln. Wir haben 500 Mega Energie gesammelt, 200 brauchen wir. Das Ding kommt auf 3600. Wir sind verwöhnt von den Höhenstartern, ne? 4500, 4700, 4900. Und das Ding kommt gerade mal auf 3600. Man sieht nicht mal, worauf es kommt, weil es steht einfach davor. 3651. Sieht aber interessant aus, ist aber nur Typ Eis. Ist ja schön, dass wir jetzt also einen Typ Eis haben, um Typ Eis zu boosten an Bonbons, ja. Ich muss jetzt immer Bonbons sagen, ich darf ja nicht mal Bonbons sagen. Aber mehr Typen wäre auf jeden Fall genialer. Kann das nicht Eis und Flug sein, weil es schwebt ja in der Luft, dann wäre es noch besser. Und jetzt haben wir den Dex-Eintrag hiervon männlich und wir brauchen natürlich noch weiblich. Deswegen gehen wir hier rüber, da habe ich mir extra eins gesucht, ein weibliches Shiny und werde jetzt hier auch die zweite Mega-Entwicklung durchführen. Dann haben wir ein männliches entwickelt, wir haben ein weibliches entwickelt, wir haben ein 100er entwickelt und wir haben ein Shiny entwickelt. Das männliche 100er werde ich jetzt jeden Tag einmal entwickeln bis Stufe 3. Das weibliche Shiny immer nur, wenn es wieder kostenlos entwickelbar ist. So. Habt ihr schon ein Mega für Nondo entwickelt? Habt ihr einen Raid gemacht? Wie viel Energie habt ihr? Schreibt es mal drauf. Ansonsten muss ich meine Starter weiterentwickeln jeden Tag. Alle drei. Timo ist auch am Start, wenn wir gerade bei Starters sehen. Ich drehe es mal kurz rum. Das ist der Timo. Der ist jetzt komplett schwarz. Nicht nur die Jacke, sondern der Rest auch noch. Timo, komm doch mal her. Dankeschön auf jeden Fall, dass du da warst. Guck mal, der ist einfach so groß wie der Big Show. Ich sehe aus wie Rey Mysterio auf einmal. Danke, dass du da warst. Danke für die Mad Dog Soßen auf jeden Fall. Der hat mir nämlich Mad Dog Soßen mitgebracht. Die muss ich euch mal zeigen. Extra in dem Video alles, was, wie, wo, wie verrückt der Typ ist. Wir haben jetzt zwar wenig Zeit gehabt, trotzdem einen Stream, 2 Videos gemacht, Wrestling geschaut, bisschen rumgehangen, Döner gegessen, Pizza gegessen, habe ihm mal ein bisschen was von der Stadt gezeigt. So, das war es jetzt aber von meiner Seite aus. Das ist Timo, freundet euch mit ihm an, er kann seinen Trainercode nochmal posten, ist Teil der Community, ist öfters in den Streams, ist bei den Videos, sonst was. Und wenn ihr auch mal hier stehen wollt, dann kommt halt vorbei. Irgendwann sind wir alle hier, alle. Und dann stürmen wir die Lutzbude und jeder nimmt einen scharfen Döner. So, noch jemanden grüßen? Grüße an die Community. Peace die out, Vorhaut, euer Timo und euer Ramses. Und euer, genau, und der Weihnachtsschal. Guckt ihr das an. Denkt dran, bald ist Weihnachten. Ciao.